Wer in letzter Zeit auf der B27 zwischen Waldorf-Häslach und Blitzhausen unterwegs war, wird sie alle bemerkt haben. Baustelle an Baustelle. Der Grund dafür sind Brückeninstandsetzungen und Fahrbahndeckenerneuerung. Verkehrsminister Winfried Herrmann hat die Bauarbeiten am Freitag besucht und uns darüber hinaus über die aktuelle Lage der Brücken in der Region aufgeklärt. Gleich 9 Brücken müssen momentan auf der B27 zwischen Waldorf-Häslach und Blitzhausen entweder ganz oder teilsaniert werden. Das wirft vor allem im Zusammenhang mit dem Brückeneinsturz vergangene Woche in Genua die Frage auf, wie steht es eigentlich um unsere Brücken? Laut Verkehrsminister Herrmann gibt es etwa 9.300 Brücken in Baden-Württemberg. Diese würden regelmäßig überprüft werden. Wir legen einen großen Wert darauf, dass wir rechtzeitig sanieren, damit man eben keine Brückensperrung hat, dass es auch nicht zu Vorfällen kommt, wie dass eine Brücke zusammenbricht, wie wir das gerade unlängst in Genua erlebt haben. Baustellen wie die auf der B27 fallen natürlich gleich mehr auf. Hier ist so ein Fall, dass es jetzt Zeit war, das zu sanieren. Die Brücken und Bauwerke sind so über 30 Jahre alt und es gab hier tatsächlich die Notwendigkeit, die Pfeiler dieser Brücken zu sanieren, weil eben aufgrund von Salzeinsatz über Jahre weg die Säulen eben halt auch schwer in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Auch die Standsicherheit der Pfeiler sei durch große Risse im Beton und Korrosionsschäden beeinträchtigt. Doch nicht nur die Brücken sind Grund für die Baustellen. Auch der Fahrbahnbelag wurde erneuert. Dieser sei vor allem vom Schwerlastverkehr kaputt gefahren gewesen. Ein Pluspunkt, der neue Belag soll zusätzlich für Lärmreduzierung sorgen. Doch das alles kostet. Insgesamt hat das Projekt etwa 7 Millionen Sanierungskosten verursacht. Wir werden bis Oktober das dann fertig machen. Die Einschränkungen der Fahrstreifen wird also noch eine Weile bestehen. Aber für die Sicherheit nimmt man das ja gerne in Kauf.